Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und bei mir ist der Thomas von der Kamba. Servus, Thomas. Servus. Schön, hier zu sein. Thomas, du hast ein Bier mitgebracht, was heute im deutschen Bier-Adventkalender von Kalea drin ist. Das ist das Hoppla. Genau, das Hoppla. Lustiger Name, aber da steckt was dahinter. Genau, es ist kein Versehen. Ja. Also das war schon gewollt. Das ist unser kaltgehopftes, hopfengestopftes Lager. Das ist unser helles, einfach nochmal veredelt mit Hopfen, mit Eldorado aus Amerika. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Also Eldorado ist ein sehr, sehr fruchtiger Hopfen, der sehr viel Aromen mitbringt. Passt das denn zu einem Lagerbier dazu? Also aus meiner Sicht hervorragend. Das ist wunderbar zum Einstieg in die Kalthopfung. Es ist frisch, grasig, dezent fruchtig. Also wir sind da auch nicht, dass wir so extrem rausgehen. Wir wollen einfach, dass es gut eingebunden ist, elegant. Also es macht einfach Spaß zum Trinken. Da mache ich uns einfach genau, mal. Ich wollte sagen, du sagst, es macht Spaß beim Trinken und jetzt müssen wir es dann auch einfach tun. Danke. Es ist tatsächlich so. Also es ist jetzt nicht so vordergründig. Also jetzt habt ihr jetzt nicht einfach Hopfen ohne Ende reingeschmissen, sondern das hat eine sehr schöne, fruchtige, blumige, grasige Note. Prost. Genau, also uns ging es auch darum, dass jeder auch irgendwie seinen Weg zum Hopfen findet, weil wir wollen auch damit zeigen, was Hopfen kann. Und Hopfen kann nicht nur einfach extrem sein, sondern Hopfen kann auch hervorragend aromatisch sein. Das ist so ein richtig weiches Bier. Das, wenn man Lager an Hopfen denkt, dann denkt man sofort, Pilz. Und das ist ja dann doch von der Bittere und von der Herbe her sehr vordergründig. Das ist bei dem überhaupt nicht der Fall. Ja. Das ist sehr samtig, weich. Hat auch eine schöne, hellere, gelbe Farbe. Sanfte Trübung bei dem Bier. Ja, also das Etikett grün trifft es eigentlich wunderbar. Hm. Genauso wollen wir sein. Frisch, fruchtig. Aber das spritzige Kohlensäure, also das ist tatsächlich was, wo du sagst, das erfrischt mich auch. Kann ich morgens trinken, kann ich abends trinken, kann ich bei Sonnenuntergang trinken, kann ich aber auch im Sommer wie im Winter trinken. Also das ist jahreszeitunabhängig. Also das, wie gesagt, es soll Spaß machen und das Bier macht zu jeder Jahreszeit und zu jeder Uhrzeit macht es auch Spaß. Aber es hängt hinten schon, also die Hopfenbittere ist da. Sie kommt, wenn man es runtergeschluckt hat, dann hat man so ein bisschen so ein ziehendes Gefühl hinten am Gaumen. Genau, das ist auch schön zu zeigen. Grundlage ist einfach unser helles. Das dann kalt gehopft und oft wird ja gesagt, dass keine Bitterwerte vorhanden sind bei der Kalthopfung. Hier merkt man es. Mhm. Es gibt die Bitterwerte und die sind aber so, dass wir sagen, sind erfrischend, sind präsent und die einfach auch dazu verleiten oder nicht verleiten, sondern die einfach Lust machen, weiter zu trinken. Genau. 25 Bittereinheiten, ich finde, das ist aber sehr, sehr gemäßigt. Also ausgewogen bitter. Mhm. Wie gesagt, zu jeder Gelegenheit das Bier für zwischendurch. Ja, dann kann man eigentlich nur sagen, egal wann ihr jetzt das Türchen am Adventkalender aufgemacht habt, stellt das Bier in den Kühlschrank und trinkt es, wann immer ihr nach Hause kommt. Das ist wirklich ein Bier, Feierabend, Abendessen, mit der Freundin nachher vorm Kamin sitzen, was immer. Ich glaube, es ist ein tolles Bier. Thomas, danke, dass du da warst und viel Spaß mit dem Bier euch. Prost. Cheers, Prost.